In diesem Video zeige ich dir die sogenannte Lasker-Falle, eine Öffnungsfalle, mit der du mit den schwarzen Steinen schon nach wenigen Zügen gewinnen kannst, wenn dein Gegner in diese Falle hineintappt. Wie entsteht diese Öffnungsfalle? Wie kannst du sie aufstellen? Nun, Weiß beginnt mit erstens D4, du erwiderst D5 und die meisten Weißspieler spielen hier den Hauptzug, nämlich zweitens C4. Und jetzt spielst du den Zug E5, das ist das sogenannte Albins Gegengambit. Denn statt dass du hier das Gambit von Weiß annimmst, dieses Bauernopfer auf C4, bietest du selber einen Bauern an mit dem Zug E5. In der Regel wird Weiß jetzt diesen Bauern auf E5 schlagen. D schlägt E5. Und jetzt ziehst du mit D4 vorbei und gewinnst direkt mehr Raum und nimmst auch Felder den weißen Figuren weg. Und hier kommen wir bereits zum kritischen Moment. Wenn Weiß hier einen natürlichen Zug spielt, nämlich den Zug E3, dann ist er bereits in die Falle getappt. Und so schnell kann das manchmal gehen. Stattdessen sollte Weiß sich hier weiterentwickeln mit Springer F3 oder auch A3 ist ein vernünftiger Zug. Und dann ist es eine relativ normale Stellung. Der Zug E3 sieht logisch aus auf den ersten Blick, denn wenn hier Schwarz auf E3 schlagen würde, dann könnte Weiß die Damen tauschen und zurückschlagen auf E3. Weiß hat nach wie vor einen Bauern mehr, hat seine Bauernstruktur repariert. Das sieht sehr gut aus für Weiß. Aber es gibt bei diesem Zug einen Haken. Und es wird übrigens Lasker-Falle genannt, weil das erste Mal, dass jemand dieses gespielt hat, diese Variante, diese Falle aufgestellt hat, war der zweite Schachweltmeister der Geschichte, nämlich Immanuel Lasker. Und er spielte hier auch den richtigen Zug, nämlich Läufer B4 Schach. Und auf dieses Schachgebot kann Weiß nicht besonders gut reagieren. Er müsste entweder den Läufer oder den Springer dazwischen ziehen. König E2 ist natürlich möglich, aber auch kein Zug, den man gerne spielt, denn Weiß verliert sofort das Rochaderecht. Fangen wir einmal an mit Springer nach D2. Jetzt würdest du auf E3 schlagen. Weiß schlägt wieder, was sonst? Und damit öffnet sich direkt diese Diagonale. Der weiße König wird geschwächt und Schwarz kann das ausnutzen. Dame H4 Schach. Weiß müsste den Bauern nach vorne spielen, G3 und jetzt Dame E4. Ein sehr netter Doppelangriff. Der Turm wird angegriffen auf H1 und der Bauer auf E3 und auch der Bauer auf E5, also sogar ein Tripleangriff. Der Springer kann die Dame nicht schlagen, weil er vom Läufer gefesselt wird. Weiß kümmert sich natürlich in erster Linie um den Turm auf H1, spielt Dame F3, aber jetzt schlägst du auf E5, hast damit den Bauern zurückgewonnen und Weiß hat hier eine recht unvorteilhafte Struktur. Sein König ist bereits geschwächt. Hier steht Schwarz klar besser. Noch nicht gewonnen, aber ein guter Start in die Partie. Wir kehren zurück. Das war also der Zug Springer D2. Dann würdest du auf E3 schlagen. Und für dich leicht zu merken, nach dem Zugläufer D2 schlägst du auch auf E3. Und das ist der Punkt. Das wird gerne von Weißspielern übersehen. Weißspieler denken hier, Läufer D2, ich greife den Läufer an auf B4 und wenn Schwarz den Läufer schlägt auf D2, dann schlage ich mit der Dame und alles paletti. Ja, das stimmt. Aber Schwarz muss auf den Angriff nicht reagieren, sondern seinerseits stellt er hier Drohung auf mit dem Zug D schlägt E3. Und jetzt ist Weiß bereits in Schwierigkeiten. Er hat hier verschiedene Möglichkeiten, die wir einmal durchgehen. Was ist mit dem Zug Dame A4 Schach, um mit der Dame auf B4 zu schlagen? Dann würdest du mit dem Springer dazwischen ziehen, was auch den Läufer noch einmal deckt. Und jetzt nach Läufer schlägt B4, frisst sich der Bauer weiter durch, schlägt auf F2 mit Schach. Der König schlägt zurück und wiederum sehen wir, wie die Dame aktiviert wird über H4. Der König fühlt sich bereits sehr unwohl. G3 verhindert das Schach, Dame D4 ein weiteres Schachgebot folgt und nach König G2 kannst du jetzt auch noch auf B2 schlagen und das ist ein weiteres Schachgebot und mal wieder ein Tripleangriff, denn nicht nur der König wird angegriffen, sondern auch der Turm und der Läufer und im nächsten Zug würden wir den Turm schlagen, die wertvollste Figur und Schwarz erreicht eine Gewinnstellung. Zurück zu dieser Stellung, das war also der Zug Dame A4 Schach. Der beste Zug, den Weiß hat, ist der Zug F schlägt E3. Hier zurückzuschlagen. Und das kennen wir bereits. Es geht ähnlich weiter wie auch in der Variante nach Springer D2, die wir eben gesehen haben. Schwarz gibt das Schachgebot auf H4. Weiß zieht seinen Bauern dazwischen mit G3. D
Die Dame zieht nach E4, wo sie wiederum den Turm angreift und auch den Bauern auf E3. Und die beste Antwort wäre hier für Weiß Springer nach F3. Jetzt gewinnst du den Bauern zurück, Dame schlägt E3. Der Läufer darf nicht schlagen, weil er vom schwarzfederigen Läufer hier gefesselt wird. Das heißt, Weiß muss eine Figur dazwischen ziehen auf E2, am besten die Dame. Und letztendlich kommen wir hier in ein Endspiel, was recht bequem ist für Schwarz. Warum? Das Material ist ausgeglichen, aber Weiß hat diesen isolierten, diesen vereinzelten Bauern, der nicht von anderen Bauern gedeckt werden kann und deshalb zur Schwäche neigt. Und das ist eine bessere Stellung für Schwarz, aber natürlich noch weit entfernt vom Gewinn. Die Falle funktioniert am besten, wenn jetzt Weiß in seiner Gier vielleicht sagt, ich schlage einfach diesen Läufer auf B4. Und das ist ein schwerer Fehler. Jetzt schlägst du nämlich auf F2 mit Schach. Das ist wichtig, Weiß muss auf das Schachgebot reagieren und er darf den Bauern nicht schlagen, denn dann ist die Dame nicht mehr vom König gedeckt und du kannst hier einfach eine ganze Dame einsammeln. Das wäre also ungünstig gelaufen für Weiß. Er zieht mit dem König nach vorne. Und wenn du jetzt hier die Damen tauschen würdest und die Figur zurückgewinnst, das wäre bereits gut, aber es geht noch deutlich besser. Ich habe hier mal eine Frage an dich. Was würdest du jetzt mit Schwarz spielen? Halte gerne das Video an, wenn du magst. Hier gibt es einen sehr netten Zug. Schwarz schlägt auf G1, wandelt um, aber nicht in eine Dame, sondern in einen Springer. Warum in einen Springer? Weil es jetzt ein Schachgebot ist. Wenn wir einmal den Vergleich anschauen, was passiert, wenn Schwarz in eine Dame umwandelt, dann wäre es nicht mit Schach und Weiß hätte die Zeit, zuerst die Damen zu tauschen und dann wieder zu schlagen auf G1 und die Stellung wäre nicht so eindeutig. Der Unterschied ist nach F schlägt G1 Schach mit dem Springer. Wenn jetzt Weiß mit dem Turm schlägt, dann kommt hier ein ziemlich fieser Spieß, nämlich Läufer G4 Schach. Und egal wo der König hinzieht, die Dame geht auf D1 verloren und Schwarz steht komplett auf Gewinn. Jetzt wirst du dich vielleicht fragen, Moment mal, warum hat das Schwarz nicht direkt gemacht, statt auf G1 zu schlagen an dieser Stelle? Läufer G4 wäre möglich, aber hier könnte Weiß noch seinen Springer dazwischen ziehen. Deshalb wollen wir den Springer erst eliminieren und dann diesen Spieß spielen. F schlägt G1, wunderschön und Weiß darf also nicht schlagen. Er müsste den König wieder zurückspielen nach E1, aber jetzt geht es direkt weiter. Dame H4 Schach. König D2 und der König wird hier gejagt, Springer C6 und Schwarz entwickelt seine Figuren, hat hier bereits eine Figur mehr aktuell und das ist komplett verloren für Weiß. Also hier wirst du schnell im Angriff gewinnen. Ich kann dir einmal zeigen, wie diese Partie hier weiterging, die ich hier gerade offen habe. Dauerte nicht lange, spielt sich wie von alleine für Schwarz. Lange Rochade, Springer D4 nach vorne, Springer E2 nach vorne. Meine Güte, das war ein Massaker. Okay, also das ist die sogenannte Lasker-Falle in der Albins Gegengambit-Variante. Und wie gesagt, die Falle ist bereits auf dem Brett. Wenn dein Gegner hier den Zug E3 spielt, dann stehst du definitiv bereits besser. Wenn es ganz richtig läuft für dich, stehst du bereits nach wenigen Zügen auf Gewinn. Wie hat dir diese Falle gefallen? Schreib es mir gerne runter in die Kommentare, auch zu welchen Eröffnungen du gerne in Zukunft Fallen sehen möchtest. Und wenn dir das Video und die Falle gefallen hat, lass gerne einen Daumen hoch da, abonniere den Kanal, aktiviere die Glocke für zukünftige Videos hier auf meinem Schachkanal. Wir sehen uns bald wieder. Mach's gut. Ciao.